Hallo, willkommen zurück zum Let's Play Ubo. Das ist die zweite Vorbereitungsfolge, nämlich Folge Nummer 36 aus der Playlist. Wir spielen die Vollversion ab August 2024. Im Pre-Patch 5 müsste das jetzt sein, die rausgekommen ist. Ja, für die Neuen unter euch, die mich jetzt vielleicht gerade erst neu gefunden haben, ich gedenke, meinen Spielstil so fortzusetzen, das Ganze in Hardcore als Iron Man Challenge zu spielen. Das heißt, schwere Spieleinstellungen, manuelle Torpedoerfassung, manuell alles, manuelle Crew und so, sagen wir mal, die sinnvollsten Einstellungen dafür haben wir dann in der letzten Folge gemacht. Das wäre dann Folge Nummer 35 aus der Playlist. Dort findet ihr dann auch alle Spieleinstellungen, die bislang gemacht wurden, sowie einen Rundgang durch den Innenraum des Bootes. Das habe ich gerade dann irgendwie so am Ende der Folge haben wir das dann so hingekriegt. Ja, Charaktererstellung dann eben auch. So. Ja, das Ganze werden wir als Iron Man Challenge machen, hatte ich gerade, glaube ich, jetzt schon gesagt, genau. Nämlich bedeutet, ich sehe zu, dass ich nicht neu laden muss, sondern wenn die Kiste uns versenkt wird, dann bleibt sie auch unten. Und dann würde entweder die Playlist zu Ende sein oder wir fangen ein neues Boot an. So, das heißt, das wäre dann genau in dem Stil möchte ich das machen. Also das heißt, das so schlimmstmöglichste, was das Spiel gerade so auf Lager hat. Ein kleines Detail muss ich noch erwähnen am Rande, bevor es dann mit den DLCs losgeht. Wir werden gleich die Skins des Supporter-DLCs live an diesem Boot, solange wie noch schöne Sonne ist. So, wenn wir die alle mal uns angucken, ganz gemütlich. Ihr könnt das in den Kapiteln unten, in der Kapitelübersicht könnt ihr die Skins notwendigerweise überspringen. Falls ihr das jetzt nicht sehen möchtet, dann könnt ihr direkt zum Auslaufen übergehen, weil ich werde jetzt in dieser Folge definitiv mal schauen, dass wir endlich mal aus dem Hafen rauskommen. Mann, jetzt zu lange Liegezeit hier. Eine Sache muss ich noch erwähnen, nämlich schwupp, schwupp in den Einstellungen, schwumm, die dumm, die dumm, die dumm, hier irgendwie ganz unten ist es da, das Oberkommando. Ich hatte das Oberkommando in der letzten Folge, hatte ich das Oberkommando auf halbautomatisch stehen. Ich habe das verwechselt. So, ich habe das verwechselt. Und zwar steht jetzt hier drinnen geschrieben, das Oberkommando entscheidet ohne Einfluss des Spielers und führt Forschungen sowie Einsätze zu historischen Zeitpunkten aus. Es wird möglich sein, einen zusätzlichen Einsatzbefehl als Optionsverschreibung, bla 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 bla. Was ich dabei überlesen habe, ist Folgendes, nämlich führt Forschungen und Einsätze zu historischen Zeitpunkten aus. Das heißt, die Forschung im Oberkommando wird ebenfalls automatisiert. So. Das ist aber doof, weil ich möchte es, wie es bislang immer im Spiel war, möchte ich die Forschung selber bestimmen können. So, deswegen steht jetzt hier diese Einstellung auf manuell. Weil man diese Einstellung während des gesamten Spiels aber nicht ändern kann, außer beim Erstellen des Bootes, habe ich offscreen einfach ein neues Boot erstellt für uns und alles nochmal genauso gemacht, wie es vorher war, wie ihr das in Folge 35 seht, außer eben diese eine Einstellung. Ansonsten ist hier alles genau dasselbe. So. Die Gameplay-Einstellung kann man ansonsten nicht mal verändern, wie ihr seht. Der meiste Teil, alles, was hier unter Stopp die Kernzeitkompressor ist ausgegraut. Das bisschen hier oben, das kann man noch ändern. Alles andere kann man leider nicht mehr ändern. Warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es sonst zu kompliziert wird, das irgendwie neu zu laden oder so. Was weiß ich. Na, jedenfalls, das kann ich gerade so nicht genau sagen. So. Heißt, wir haben auch, um es mal vollständig zu machen, ein paar neue Fähigkeiten für unsere Offiziere. Da haben wir nämlich einmal einen hart im Nehmen Funker. Dann haben wir einen kochenden 1BO, einen 1BO, der gerne mal in der Kombüse steht. Dann haben wir einen englischsprachigen Ingenieur. Was gar nicht mal so schlecht ist. Spricht fließend Englisch, kann auf Auslandssätzen nützlich sein. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn wir dem jetzt noch ein bisschen was an Ausbildung in Sachen Sprengwesen zukommen lassen. Dann kommt er jedes Mal mit auf die Aussätze. Gefällt mir ganz gut. Dann einen zweiten Ingenieur, der gleichzeitig Spezialist auf seinem Spezialgebiet ist. Aufgaben im Hauptquartier werden 35% schneller erledigt. Oh boy, bitte ja. Sehr, sehr wichtig. Wir können schnell forschen. Und das bedeutet, wir können auch schnell die wichtigen Sachen erforschen, wenn wir da Bock drauf haben. So, und zusätzlich haben wir noch einen spanisch sprechenden Kapitän.
Ich wusste gar nicht, dass ich Spanisch sprechen kann. Jetzt weiß ich das endlich mal. Gut zu wissen. Ja, Spanien ist eines der neutralen Länder, eines der Länder, die auch neutral bleiben wird. Und es wird im Spiel ein ums andere Mal die Möglichkeit geben, einen spanisch geflaggten Frachter zu kontrollieren. Und wenn man dann selber Spanisch sprechen kann und der Gegner kein Spanisch spricht, dann ist das natürlich schon ein Problem. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, einen solchen Frachter, der einem ein ums andere Mal wahrscheinlich über den Weg laufen wird, dann herauszufinden, steigt immer ein Vielfaches, wenn man jemand Spanisch Sprechendes in der Mannschaft hat. Ist also auch gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht das Beste, was ich mir für den Captain ausgedacht hätte, aber ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Den 1BO, den werden wir allerdings zeitnah irgendwann auswechseln. Der kann von mir aus mal ersetzt werden, weil einen Koch brauche ich jetzt nicht gerade als 1BO. Als 1BO wäre es schön, wenn er hart im Nehmen kriegen würde, weil er als 1BO steht er wahrscheinlich sehr häufig an der Front. So. Das aber nur mal zum ersten, zum Auftakt, sagen wir mal. Jetzt, wie lange haben wir jetzt in der Aufnahme? 6 Minuten der Aufnahme, sehr schön. Dann möchte ich einmal hier hinten, schwupp, Rechtsklick auf den Laden hier hinten, sprechen mit ihm. Ich muss dafür gar nicht mal mit einem Offizier dahin gehen. Zeigst du, was mir gelagert hast? Nein, will ich nicht. Ich möchte mein Boot aufrüsten. So. Und wenn ich jetzt das Boot aufrüsten gehe, dann sehe ich hier diese lustigen kleinen Gizmos, von denen einige nur auftauchen, wenn man das Supporter-Pack hat, glaube ich. Glaube ich. So. Erstmal, wir fangen ganz vorne an. Bugdekoration. Was ist da? Wir haben entweder ha keine oder Hai. Hai. Bau mir das mal ein. Lass mich da gerade mal raus. So, wir wollen uns mal den Hai ganz genau ansehen. Du bist ja ein richtiger unartig. Wahnsinn. Schaut es euch an, es sieht ja schön aus. Von vorne sieht man nur die Zähne, genauso wie das beim Hai so der Fall ist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich glaube, das werden wir gleich so dran lassen. Da habe ich jetzt keine großartigen Verträge damit, das direkt so zu lassen. Sehr, sehr schön. So, das war erstmal das Erste. Dann zeig mir mehr, zeig mir mehr. Warte. Entschuldigung, was haben wir da sonst noch? Also, erstmal Bugdekoration, Hai. Das wäre das Erste. So, dann Deckgeschütz, da kann man gar nichts machen, außer dann, dass man es einmal entfernen kann, was dann den Widerstand unter Wasser verringert und das Boot unter Wasser schneller wird. Das Geschütz hat viel zu viele Vorteile, um es wegzumachen. Eventuell in den letzten Tagen des Krieges, wenn wir unter Wasser einfach mal schneller flüchten müssen und das Deckgeschütz sowieso keinen Sinn mehr macht, dann kann man es von mir aus irgendwann wegpacken. Aber momentan brauche ich das wirklich dringend. So, wir gehen. Obwohl, warte mal, was haben wir? Ich glaube, wir können mit dem Deck weitermachen und den Turm machen wir gleich im Anschluss. So, also vom Bug übers Deck zum Heck. Genau, das Deck ist entweder aus Metall oder aus Holz. Metall ist die Standardbauweise, die aber alle so haben, die wir alle kennen. Es gibt jetzt auch durch den DLC ein Deck aus Holz. Das ist natürlich nur oben die Deckverkleidung, das ist klar. So. Aber nach dem Bug hier sehen wir eine formschöne Holzbeplankung in deutscher Eiche ausgeführt. Wohltuend dem Auge und wohltuend dem Betrachter. So, etwas weiter weg mal. So. Sehr, sehr nice. Feiere ich ein bisschen diese Stilmöglichkeiten. Der DLC kostet 5 € irgendwas. Jetzt im Rabattverkauf 5,30 € und es sind 5,80 € oder so. Ist eigentlich real, also sagen wir mal, rund 5 € kostet das Ding. Jetzt der DLC dafür jetzt. So. Und wenn ihr Glück habt, kriegt er, wenn ihr jetzt zugreift, für jetzt momentan ist die gesamte Version von Uhud nämlich auch im Release deutlich im Rabattverkauf. So, das heißt, wenn ihr da Glück habt,
können das Ding sogar noch für wesentlich weniger kriegen. Also, die Tarnfarben. Alle mal die Tarnfarben gezeigt. Zeigt jetzt einfach alle Tarnfarben. Ich weiß nicht, ob ihr die Tarnfarben schon kennt oder nicht, sonst springt ihr da einfach halt einfach ein bisschen vor. Es gibt vier Standard-Tarnfarben und offensichtlich noch vier Supporter-Pack-Tarnfarben. Fangen wir mit der Nummer 1 an. Erstmal den Standardanstrich. Das ist einfach nur hier Walfischgrau, ja? So. Tarnung 1. Schmatz, Schmatz, Schmatz. So, raus, raus, raus. Ein bisschen doof, dass man jedes Mal raus muss, aber ich möchte ja auch vernünftig mal anschauen und zeigen, was man hier so gibt. So, das ist dann so ein leichtes Blau, was aufgetragen wird überall. So, auch mit so Streifen. Die Tanks an der Seite. Die sind jetzt auch schön in Blau. Leichte blaue Racing-Streifen für unser ganzes Boot. Also wenn man auf Himmelblau steht, super. Auch wenn diese Zacke oder diese Pfeilecke jetzt auf dem Tower, die kommt auch dadurch. Das ist das, was ihr in der Basisversion im Spiel. Oh, Entschuldigung. Das ist, was ihr in der Basisversion im Spiel drin habt. Der erste von vieren. Dann möchte ich ausrüsten. Man zeige mir einen zweiten Anstrich. Ich zeige mir jetzt einen zweiten Anstrich. Es ruckelt immer noch ein bisschen. Ich habe es inzwischen so hingekriegt, dass es, sagen wir, größtenteils läuft. Aber es hängt immer noch ein wenig hier und da. Ich befürchte, dass es eventuell sogar an meinem RAM liegt. Aber jetzt, also jetzt, wo ich einen Schattenwurf abgeschaltet habe, ging es so eigentlich etwas besser als das, was wir letztes Mal immer mal wieder gesehen haben. So, das ist jetzt dasselbe Muster, nur nicht mit dem hellblau, sondern mit einem grau. Dass man das mal guckt, Tarnfarbe Nummer 2. Jo. So. Und dann schalten wir auf Tarnfarbe Nummer 3. Das möchte ich nämlich auch machen. Komm, mach dich mal weg hier. Anstrich, Tarnfarbe Nummer 3. Alle Tarnfarben mal gezeigt. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich alle Tarnfarben gezeigt habe. Jetzt schauen wir uns mal alle Tarnfarben an. So, dieses ist auch in einem dunklen Grau, beziehungsweise ja, schwarz ist es nicht, es ist eher so ein Anthrazitgrau. Entlang des Rumpfes in größeren Flächen. Sieht stilisiert so aus, als wäre der U-Boot-Turm etwas anders ausgeführt. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn es jetzt dunkel ist und man geht etwas weiter weg, dann sieht man vom Fernglas aus die dunklen Stellen zuerst und erkennt das U-Boot vielleicht gar nicht mal als U-Boot, sondern irgendwie als Wal oder als Fischerboot oder sonst irgendwas. Was im Wesentlichen der Sinn einer solchen Tarnung ist, oder generell der Sinn von Tarnung ist, nämlich die eigentliche Form des Objektes so zu verbergen, dass sie mit dem Hintergrund verschmilzt und dass man selber dann nicht mehr gesehen kann. Also das heißt, die Sichtlinie zu unterbrechen, das ist der Hauptsinn einer solchen Tarnung. So. Verlassen, verlassen, Wiedersehen. Was habe ich jetzt hier? Lass mich mal gucken. Das ist jetzt irgendwas ganz Neues. Jetzt ist die Wasserlinie, die Konstruktionswasserlinie ist jetzt in Rot, damit man schön die Konstruktionswasserlinie sehen kann. Das ist ganz besonders wichtig, weil wir wollen ja oft getroffen werden vom Gegner, ne? Ja, ich weiß nicht, wer auf die glorreiche Idee gekommen ist. Also, sagen wir mal, kriegstaktisch ist die rote Farbe jetzt nicht so die goldene Idee gewesen, um es mal ganz klar zu sagen. Weil wenn man mit der roten Farbe natürlich super die Höhe des U-Boots per Stadimeter abgreifen kann. Und jeder Schimpanse auf Rollschuhen kann dann mit irgendeinem Geschütz auf uns draufhalten und ein paar schöne Löcher in die Kiste machen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee war. Sieht schön aus. Ich weiß nicht, ob die KI mit so etwas umgehen kann oder ob die KI dazu darauf getrimmt ist, eine solche Bemalung auszunutzen. Ich würde eine solche Bemalung nicht wählen, weil man, wie gesagt, dann besser über Stadimeter anzupeilen ist. So.
Sieht schön aus, wenn man so, was weiß ich, Paraden fahren will oder so. Einfach weil die rote Farbe schön aussieht. So. Benötigen Sie, Herr Offizier? Aber an so kriegstaktisch, um damit mit der Umgebung zu verschmilzen, ist das jetzt nicht so eine tolle Sache. Dann Tarnfarmer Nummer 5, die erste Tarnfarmer aus dem Supporter-Pack. Schwupp, 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 einmal da ganz raus. So, und die erste Tarnfarbe aus dem Supporter-Pack. Und hier sehen wir zum ersten Mal so ein paar klassische Camouflage-Flecken. So in Schwarz, Anthrazitgrau ausgeführt. Am Turm ist so eine zackige Aufbaute. Sieht ein bisschen wie aus wie irgendein, was weiß ich, Kranmast oder so ein Scheiß. Jedenfalls könnte das tatsächlich irgendwie sowas sein. Und diese Flecken also außen an dem Rumpf könnten auch dabei helfen, auf größere Distanz die Sichtlinie zu verringern. Heißt, sehe ich jetzt erstmal als einigermaßen gelungene Tarnung an. Okay, ja, der Haifischkopf vorne ist natürlich ein Stück suboptimal. Dann jetzt, wo ich mich jetzt über die rote Farbe aufgeregt habe. Ja, gut. Der muss aber jetzt, der Sie, Haifischkopf, Herr ne? Wir sind Offizier. uns einig, der muss. Auf jeden Fall, weil den will ich jetzt, da bin ich irgendwie, ich weiß nicht, habe ich gerade so einen Tick, dass ich den haben will. Obwohl es kriegstaktisch natürlich auch ein wenig suboptimal ist, diesen Haifischkopf vorne auf dem Bug drauf geklebt zu haben. So. Ich glaube, wenn ich selber ein U-Boot fahren bzw. kommandieren würde, würde ich zusehen, dass das Ding komplett Camouflage angepinselt ist und sich bloß nicht irgendwie in der Umgebung zu se sehen lässt oder so. Das ist ähnlich mit etwas gröberen Camouflage-Flecken. Auch am Turm hier. Gefällt mir besonders am Turm eigentlich ganz gut. Dass das Boot versucht, in den Wellen zu verschmelzen, so ein bisschen. Wenn so ein bisschen weiter weggeht und sich vorstellt, dass noch so Wellen drumherum kommt, sehen werden wir dann ja sehen. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Sehr, sehr geil. So. Benötigen Sie, Herr Offizier? Dann das nächste. Was haben wir sonst noch? Lass mich da hinkommen. Farbe Nummer 7, Supporterpack Farbe 3, insgesamt Farbe Nummer 7. Lass mich da raus, lass mich da gucken. Ah ja, das ist dasselbe glaube ich, dasselbe in Grün, was war mal irgendwann zwischen. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Das ist auch was ganz Neues. Erstmal eine lustige schwarze Zacke auf dem Turm, die gar nicht mal so schlecht ist. Dann wieder der rote Unterboden. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die KI mit dem Rot umgehen kann. Ob es da irgendeine Unterscheidung gibt für die KI oder ob das rein optisch ist. Ich würde schätzen, dass das rote Unterwasserschiff, dass das ein rein optischer Effekt ist. Ne? So, dass das ein rein optischer Effekt ist. Und dass das mit der KI dann am Ende gar nichts zu tun hat. Würde ich mal schätzen. So. Aber sicher bin ich mir da nicht so ganz. So, oh, warte mal. Und ich glaube, einen haben wir noch. So, und dann haben wir nämlich alle Skins einmal durch. Skin Nummer 8, Tarnfarbe 8, das wäre dann Supportfarbe Nummer 4. Hallo. Schwupp, so, auf Wirsing. Und was haben wir jetzt hier? Oh, das sieht aber astronomisch aus, ha? So, also erstmal etwas weiter raus. Okay, da haben wir natürlich jetzt unseren Haifischkopf davor. Dann, es wird grün. Es wird grün. Das ist ja süß, es wird grün. Und was soll denn das hier an der Seite sein? Irgendwas. Aha. Offensichtlich irgendwas anderes. Ich kann jetzt nicht genau erkennen, was das an der Seite sein soll. Auf jeden Fall, das sieht mir aus wie ein Wassertropfen oder irgendwie sowas. Sieht interessant aus, auf jeden Fall. Eine große schwarze Anthrazitstelle vorne. Beziehungsweise hier im Mittelteil, so. Bin ich mir gerade nicht sicher, was das darstellen soll. Wenn ihr wisst, was das darstellen soll, oder wenn ihr dieses Symbol irgendwie wiedererkennt oder so, vielleicht hat jemand von euch da mehr Erfahrung mit.
Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich kann gerade nicht so richtig entziffern, was das sein soll. Die grüne Farbe wäre für mich aber tatsächlich noch akzeptabel. Eigentlich ganz gut. Aber das Schöne ist, man kann ja unterwegs den Skin, glaube ich, auch ändern. Immer wenn man im Hafen ist, kann man immer mal wieder den Skin ändern. So, sodass man sich da nicht drauf festlegen muss. So, was möchte ich denn jetzt ganz zum Schluss haben? Ich glaube. Ich glaube, ich fahre mit Tarnfarbe 5. Ich glaube, da können wir mit Tarnfarbe 5 fahren. Warum? Weil mir tatsächlich diese feine, fein gemaserte Tarnung ganz gut gefällt. So. Und wenn uns das dann irgendwann zu sehr auf die KL-Öten geht, dann ändern wir das im Hafen nochmal ab. Genau. So. Aber da gibt es ja noch mehr. Wir haben noch lange nicht alles gezeigt. Wir haben noch lange nicht alles gezeigt. So, das Deck war aus Holz, genau. Das haben wir. Datama, die Embleme des Turmes. So, dann mal schauen, ob wir die so gezeigt kriegen. Das lädt jetzt irgendwie ein bisschen lange nach. Warte mal. So, jetzt haben wir ein Steuerrad-Emblem hier an der Seite. Ein Schild, kann man das sehen? Ein Schild mit Steuerrad. Soll ich das auch wieder umschalten? Immer wieder. Einmal fangen. Gut, ja, das kann man nicht richtig sehen. Das muss ich umschalten. Ach Leute. Okay, also die Teufelchen habt ihr gerade gesehen. So, nehme ich mal an. Dann im zweiten Anlauf sind das dann diese Fang-den-Hut-Zwerge. So. Sowas habt ihr dann vorne. Und dieses Symbol gab es, glaube ich, wirklich, so wie ich das gesehen habe. Fang-den-Hut ist halt irgendwie so ein altes Brettspiel, wo man sich, naja, mit seinen Hüten fangen muss. Deswegen fangen die gut. Aber ich wusste nicht, dass dass die Ursprung dieses Brettspiels bis auf die Vorzeit zurückkehrt. Irgendwie so. Was ich aber weiß, ist, dass in unseren alten Brettspielen meine Oma immer die Beste in den Brettspielen war. Egal mit was er gegen die gespielt hast, meine Oma hat jedes Spiel gewonnen. Ist halt so. Ist halt einfach safe so. So, meine Freunde, bitte. Das braucht immer ein bisschen, um die neue Textur nachzuladen, aber danach geht es tatsächlich. Lass mich meinen, das ist ein Wikinger-Schiff, was wir jetzt an der Seite drauf gepinselt haben. Ja, und zwar nur auf der Steuerbordseite ist dort dann ein Wikinger-Schiff drauf. Auch schon übergeleiert über diesen Streifen hier. Man sieht hier an der Seite, sieht man tatsächlich noch den grauen Streifen unter der anderen Textur. Und das ist ein ganz schönes Detail. So, dann Turm. Was haben wir da sonst noch? Der Fuchs. Bist du ein Fuchs? Nein, auf Wiedersehen. So. Das ist gut, dass man hier durch das Menü für sich durchfrickeln muss, aber man sieht es tatsächlich nicht so richtig. So, auf der anderen Seite geht es dann doch nicht, okay. Also die Symbole erscheinen offensichtlich immer auf der Steuerbordseite. Der Fuchs ist ein bisschen dreieckig, ist in so ein Dreieck eingefasst. Boah, sieht wie ein dämonischer Fuchs aus, tatsächlich so ein bisschen. Sieht fast so ein bisschen wie Satan aus oder so. Weil er so extrem rot ist. Und so spitz irgendwie. Oben und unten. Ich würde das Symbol ja fast lassen, wenn es kein Fuchs wäre, sondern ein Wolf. Weil ich eigentlich plane, das Layout meines Kanals so ein bisschen in die Richtung zu ändern. So. Dann hätte mir das ganz gut gepasst. Aber es ist ein Fuchs und Fuchs will ich nicht. Vielleicht ist euch der Fuchs lieb, aber mir ist der Fuchs lieb. Eine Piratenflagge, die ich so gar nicht sehe. Die möchte ich jetzt dringend einmal angucken. So, und zwar, die ist nur hier vorne, ja, eingefasst in eine Schildformation, eine Schildform mit schwarzem Wasser unten und einer roten Piratenflagge obendrauf. Eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, so wie wir in letzter Zeit, in letzter Zeit, sage ich schon, in den letzten Playlisten hin und wieder mal gelootet haben, würde die Piratenflagge auf mich, glaube ich, auch so vom Spielstil, nein, vom Spielstil ganz gut passen.
Weil wir halt einfach eine richtig fiese Möb sind. Sagen wir mal, wie es ist. So, Steuerrad. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein rotes Steuerrad jetzt einfach nur. Ne? Und ich glaube, das Steuerrad habe ich irgendwie in historischen Aufzeichnungen auf diversen Homepages auch irgendwo mal gesehen. Ein weißes Steuerrad auf rotem Schild. Und auch nur wieder auf der Steuerbordseite, genau. Ich da war mal in dem Film unterwegs, dass es auf der Steuerbord- und Backbordseite vielleicht auftaucht, diese Symbole. Aber offensichtlich geht es nur auf der Steuerbordseite. Ja, so. Das wären dann einmal alle Turmsymbole gewesen. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir einstellen können? Erstmal stelle ich mir jetzt und stellen wir uns jetzt für die Fahrt, für die nächste große Überfahrt, stellen wir dann unser Symbol ein. Die Teufels ist ganz okay, aber die Teufels sind nicht mein Stil. Die Spielzwerge glaube ich auch nicht. Ich dachte, Wikingerschiff. Ich tendiere zur Piratenflagge oder zum Steuerrad tatsächlich. Obwohl die fangen den Hutzwerge ja schon irgendwie schon ein bisschen lustig und verspielt sind. Aber das, was wir hier machen, ist ja nicht lustig und verspielt, sondern das ist ja böse. Entschuldigung, aber weil wir sind ja die Bösen. So, deswegen, und weil wir auch die Bösen sind und plündern, ist es halt ja, das kümmere ich ja so nichts dafür. Was ich aber weiß, ist, warte mal, Dekoration, das ist die normale Weihnachtsbaumdeko, die brauchen wir gar nicht, weil wir haben gerade nicht Weihnachten. So, gibt es sonst noch irgendwas, was ich hier hinten zeigen kann? Nein, aber ich glaube, zum Abschluss. Ich kann hier vorne was zeichnen. Torpedoanstriche gibt es nämlich. Es gibt nämlich den normalen Torpedoanstrich und es gibt den Hai. Wenn er jetzt geladen wird. So, normal oder Hai. Man kann ihn jetzt gerade nicht sehen, weil die Torpedos alle irgendwie versteckt sind. Na, warte mal, da gibt es doch was von Ratiofarm. Augenblick. Die Torpedos alle versteckt. Wer versteckt seine Torpedos so fies? Wir wollen einmal die Torpedos sehen. Spiel, lass mich mal die Torpedos sehen. Pass auf, wir nehmen mal den Emil hier, weil der Emil nämlich unser Ingenieur ist. So. Und wir sagen ihm jetzt, er soll bitte die Torpedos. Linksklick, um die Ladung zu verwalten. Pass mal auf, er soll die Torpedos. Oh, wir müssen Torpedos nachladen. Stimmt. Ich muss Torpedos einkaufen. Instandhaltung durchführen. Macht er jetzt gerade gar nicht. Okay, pass auf. Dann sagen wir ihm einfach, er soll das Ding mal ausladen. Und dann, wenn er jetzt den Torpedo auskurbelt, zusammen mit irgendwelchen Sneakies, dann müssten wir ja das Shark-Muster sehen. Dann kommt er jetzt, dann zeigen wir uns das mal. Weil ich will jetzt sehen, wie der richtig aussieht. So, ein schöner langer Aal. Das ist hervorragend. Deswegen heißen die auch so Aale, weil die einfach lang und grau sind. Und da kommt doch das Muster schon her zum Tragen. So, stopp. Die Pausenfunktion des Spiels ist super. Jetzt habe ich das gesamte Spiel im Pausenmodus oder im Modus 0,0001% oder so. Er tut jetzt gerade gar nichts mehr. Wo kann man das jetzt sehen? Warte mal. Der Pausenmodus ist nicht direkt Pausenmodus, sondern er ist in ein fast Pausenmodus. Seht ihr jetzt, wie die Wasseroberfläche ein bisschen bewegt? Ganz, 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 ganz leicht. Das ist keine 100% Pause, das ist eine 99,9%ige Pause. So, und dann haben wir jetzt endlich mal den Kopf, den Haifischkopf für alle Torpedos. Und das ist auch Teil des DLCs, des Supporter-DLCs, genau. Ja, das ist doch, finde ich, mal ein ganz guter Stil, alleine so, um sich gefährlich und böse zu fühlen, obwohl wir wahrscheinlich die meiste Zeit des Gefechts unter Wasser sein werden, um uns zu verpieseln. Aber trotzdem finde ich ja schon sehr, sehr gut. So, ich glaube, dann war es das erstmal zum Angucken des DLCs. Ich werde jetzt
kurzen Cut machen und führe die Versorgung noch einmal durch, um die restlichen 4000 Kröten hier, die müssen ja irgendwie rauszukriegen sein. So, werde uns ein Magazin an Torpedos besorgen, vielleicht noch ein bisschen Munition, was weiß denn ich. Einfach so, wie wir das in der letzten Folge gemacht haben. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nach dem Cut direkt zum Auslaufen wieder. Einen Augenblick. Okay, Treiböl und Proviantversorgung sind abgeschlossen. Butt ist klar zum Auslaufen und Torpedos haben wir jetzt auch. So, und zwar sogar ein doch recht annehmbares Magazin. Was jetzt nur zum Auslaufen fehlt, ist ein entsprechender Befehl. Die hatten wir zwar in letzter Folge angenommen, aber ich musste das Boot ja einmal erneuern, wie eben wegen jener Einstellung, die da ein bisschen von mir missverstanden wurde. Das tut mir traurig, aber lässt sich nicht anders ändern. Wir nehmen also einen neuen Befehl an und der lautet, glaube ich. Ja, Schwierigkeitsgrad ist immer niedrig eigentlich. Die ersten Missionen sind immer vom Schwierigkeitsgrad her niedrig. Ich glaube, wir nehmen die untere Unternehmung von gehen ins Plankenquadrat AN16 bis AN52. Ja, das angenehm in der Nähe hier. Wir fahren nur den Skagerrak raus und dann sind wir eigentlich schon fast da. So die paar tausend Kilometer, was soll denn? Alles klar, Dankeschön. So. Dann gehen wir an Bord. Ich finde das Holzdeck schön. Ich finde das Holzdeck richtig, richtig schön. Dann geht es jetzt endlich ans Auslaufen. Freunde der Nacht, es geht endlich ans Auslaufen. So. Währenddessen, wenn ich jetzt mal auf Tab drücke und das Tab-Menü bitte funktioniert, Spiel, bitte. So. Währenddessen habe ich unsere Offiziere mal sortiert. Ganz rechts ist der Kapitän, dann der erste Offizier, dann der Funker, dann haben wir den LI und danach den zweiten Ingenieur. So, ich werde versuchen, das Boot von der Maschine her redundant, das heißt zweiartig zu fahren, nämlich so, dass man hin und wieder auch über Wasser möglicherweise die E-Maschine benutzt, um ein wenig Treibstoff zu sparen. Ich weiß, dass das damals unüblich war, weil die Batteriekapazität nicht so pralle war, aber wenn es um Treibstoff sparen geht, dann zählt jede Seemeile. Ganz im Ernst, dann zählt jede Seemeile. Und das sehe ich auch genauso. Wenn wir gerade jetzt nicht irgendwie in Hektik oder im Stress sind oder irgendetwas dringend verfolgen müssen, dann können wir auch versuchen, uns dann auf diese Weise dann ein bisschen Treibstoff zu sparen. So, ja, das wäre es eigentlich. Schauen gerade noch, ob unsere Mannschaft vollzählig ist, denn wir haben nur 18 von 20 Niggis an Bord. Das heißt, wir nehmen noch zwei dazu. Dann hätten wir die alle Unteroffiziere komplett. Die Gasten werden nicht dargestellt vom Spiel, weil sonst würde das Boot überquellen von Menschen. Das war damals tatsächlich auch so, dass das Boot eigentlich viel zu voll mit Menschen war. So, aber ich denke mal, aus Komfortgründen ist es so im Spiel generell besser, dass man nur 25 von 50 Leuten darstellt. So, weil sonst explodiert hier wenig, wie gesagt, alles. Die restlichen drei, die bleiben als Reserve im Hafen. Wenn uns jetzt einer durchdrehen sollte auf der ersten Fahrt bereits, dann können wir den notwendigerweise ersetzen. So. Ich glaube, das war's. Warte mal. Spiel. Mach mich nicht nackig. So. Genau, ich möchte den Kapitän bitte übernehmen. Und dann fahren wir raus. Dann geht's endlich mal los. Kleine Fahrt voraus. Beziehungsweise, warte mal, du kannst Auf mich bitte jeden auf E-Maschine schalten und die E-Maschine dann langsam voraus. So, genau. Dann, er will jetzt schon Torpedos anheizen. Das brauchst du aber nicht machen. Du kannst dir doch die Ruhepause gönnen. Und dann geben wir mit diesen zwei Dötzchen hier, geben wir dann unserem Leiteningenieur zwei Hilfsoffiziere dazu. So, der Rest von euch kann sich noch entspannen. Momentan ist noch nichts Großartiges im Busch hier. So, und dann fahren wir raus aus einem Hafen von Kiel. In neuer Tarnung, bei bestem Wetter, neuem Anstrich, alles neu. Da hinten sieht man tatsächlich schon die ersten Aufbauten eines U-Boot-Bunkers. So, die restlichen U-Boot-Bunker, die hier so möglicherweise rum existieren, die müssen wir auf jeden Fall auch dann bauen erst. So, fährt er jetzt automatisch raus? Er fährt tatsächlich automatisch raus. Aber also den ersten Ausfahrkurs macht er automatisch. Danach geht es wohl offensichtlich, sollen wir durch den
Nordostseekanal, beziehungsweise durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal in Richtung Hafen von Brunsbüttel. Das heißt, das Spiel möchte uns gar nicht mal über diese Dänemark-Geschichte schicken und an Skagerrak vorbei, sondern wir sollen durch den Nordostseekanal und dann direkt tatsächlich wieder bei Wilhelmshaven raus, an Helgoland vorbei, was ein wunderschöner Stützpunkt für uns ist, um mal Torpedos zwischendurch nachzuladen. So. Direkt da oben hin. Da werden wir das. Ich hatte zwar eigentlich vor, jetzt da so oben drüber zu fahren, aber wenn wir das einfach so machen, wie das Spiel von uns will. So, einmal noch den Hafen von Kiel. Da vorne ist unser Kontor hier. So. Und hier fahren wir jetzt raus in diese Richtung da hinten. So, ansonsten hier viele wunderhübschige Hafenbecken, wo noch irgendetwas stattfinden könnte, was es ja gerade nicht tut. Sonst so besonders viel los ist hier nicht eigentlich, ne? Wenn man das mal so sieht. Andere U-Boote sehe ich hier, glaube ich, auch nicht. Können wir mal so ein bisschen durch die Gegend fliegen, gerade während unser Boot hier noch ausparkt. Wenn man einen Kurs gesetzt hat, fährt die Kiste ja vollkommen von allein. Man kann mit der Beobachtungskamera so ein bisschen umherfliegen. Ist ganz schön, um sich mal so Häfen und so Gedöns anzugucken. Ein Badesee. Sogar mit Anlegesteg, guck mal. Sehr interessant. Ja, so ganz präzise ist der Landschaftsaufbau jetzt im Spiel natürlich nicht, aber das Spiel besticht ja durch seine Stärken auf See, nämlich mit Seefahrt und nicht dadurch, dass jeder Feldweg und jede Straße und jeder Blumengarten von damals originalgetreu und im Maßstab nachempfunden wurde. So, ich glaube, der allgemeine Stil der Wohnhäuser, wenn man sich da anguckt, passt so eigentlich ganz gut. Ich denke mal, das könnte damals tatsächlich so gewesen sein, irgendwie so. Aber von der Architektur von damals, da kenne ich mich echt so null aus, muss man sagen. Deswegen, aber es sieht so zumindest einigermaßen authentisch aus. So. Und hier kommt sie dann direkt mal an. Schön, schön, schön. Noch schön leise, weil. Maschine. Auslaufen in neuer Tarnung. Wenn wir direkt mal ein schönes Bild von machen. Gefällt mir so, gefällt mir sehr. Ich finde, es sieht gut aus. Ich finde, es sieht gut aus. So, wir werden das Ganze aber nun, weil wir waren ja mal auf hoher See jetzt. Nämlich 7 Minuten habe ich jetzt schon in dem Clip, aber ich möchte ja zumindest ein kleines bisschen, also ne, ein klein bisschen können wir ja noch. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. So, und jetzt kann man noch sehen, dass das Boot definitiv sich selber den Kurs sucht. So, schub, schub. Er meint schon, ich habe ein gutes Buch mitgebracht, um die Zeit zu vertreiben. Die Offiziere unterhalten sich tatsächlich an einigen speziellen Stellen so ein bisschen. Um noch ein bisschen das Leben an Bord zu simulieren, obwohl so unglaublich viel simuliert wird da tatsächlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall besser als in der Beta-Version. So. Jetzt erreichen wir die Durchfahrt des Kaiser-Wilhelm-Kanals, erreichen Sie das Patrouillengebiet. Ich glaube, ich habe am Anfang dieser Playlist, als die Vollversion in die Beta gekommen ist, habe ich, glaube ich, diesen Kaiser-Wilhelm-Kanal einmal manuell durchfahren. Wenn ihr das machen wollt, den Kaiser-Wilhelm-Kanal manuell durchfahren, dann passiert währenddessen nichts. So, das ist einfach nur ein langer Fluss, wo du die ganze Zeit deinen Kurs halten musst. Bringt nichts. Ihr dürft also hier durchaus den Button dafür verwenden, dass man das etwas schneller macht. So, und 11 Stunden später kann man direkt schon sich denken, wie lange das dann in-game tatsächlich dauert. Wenn du dann, weil so besonders breit ist der Kanal nicht. Das heißt, du musst das tatsächlich sogar einigermaßen manuell machen. Dann dementsprechend lange hängst du dann da dran, manuell durch diesen Kanal zu fahren. Also das ist jetzt. Tut es euch nicht an, manuell durch diesen Kanal zu fahren. Dieser Button zum Zeitüberspringen hat schon so seinen Sinn. So, und jetzt gerade hängt hier alles ein bisschen fest. Samstag, 2. Dezember 1939, Brunsbüttel. Da sind wir jetzt an Brunsbüttel. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach, ich bin gerade an Brunsbüttel vorbei. Okay.
Da hinten ist wohl Brunsbüttel und hier ist die Schleuse, die, wo man dann durchkommen würde. Die Schleuse funktioniert tatsächlich, wenn ihr von da hinten, wenn ihr manuell da durchfährt, dann kommt ihr manuell, dann kommt ihr auch hier in diese Schleuse rein und könnt auch da so ganz hochoffiziell dann durch die Schleuse geschleust werden. So, hier sehen wir noch Artillerieabwehrstellungen. Ein paar. Die auch tatsächlich funktionieren. Ich habe mir sagen lassen, dass es in den späteren Kriegsjahren dann den einen oder anderen Luftangriff sogar geben wird. So. Wir planen jetzt mal einen Kurs, der hier direkt in unser Seegebiet führt. So. Also ich hab mir sagen lassen, dass es dann den einen oder anderen Luftangriff geben wird, je nachdem, wo man ist. Und dann tun die auch ihr Werk, diese Flakstellungen überall, ne? So. Was machst du? Du willst schon wieder Torpedos anlassen. Das machen wir jetzt gerade mal nicht. Eventuell werde ich demnächst einmal ein paar Modifikationen am Verhalten der Mannschaft vornehmen, um dann das Automatikverhalten der ganzen Leute hier mal ein wenig so zu steuern, dass sie nicht ständig irgendwelche sinnlosen Sachen machen. Weil er braucht jetzt keine Torpedos anzuheizen oder zu warten oder wie auch immer, sondern die können sich mal ausruhen, bis sie gleich an der Reihe sind. So. Was ich aber jetzt machen will... Wir reißen mal den Diesel an und gehen damit mal auf halbe Fahrt. So. Denn, wir wissen ja, Diesel ist hier hinten. So. Tu mir mal an, die schöne Gerätschaft hier, genau. Dankeschön. Jawoll. Auf sowas stehe ich ja, muss ich sagen. Wenn man sowas sehen kann. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Was für ein Mördergerät. Krass. So. Einmal möchte ich den Schöpke noch... So, weil wenn ich jetzt hier... Habe ich das richtig in Erinnerung oder laber ich da jetzt scheiße? Warte mal. Kann man das nicht irgendwie angucken oder so? Nee. Man da konnte das doch früher machen, dass man irgendwie... Ich weiß nicht mehr wie. Dass man da die Innenaufbauten sehen kann. Oder kann man das nur mit dem Kapitän sehen? Man konnte es irgendwie sehen, dass man im Inneren die Kurbelwelle im Inneren sehen kann. Man konnte es auch sehen, dass man den Innenausbau, also die inneren Teile von der Lenzpumpe, den konnte man auch sehen, wenn man so im richtigen Winkel geguckt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt war oder nicht, aber warum sollte man eine Kurbelwelle modeln, wenn man sie nicht sehen kann? Also irgendwie, ich krieg's aber gerade nicht hin. Ich werde das nochmal in Ruhe gucken, nochmal, dass ich irgendwie die Kurbelwelle zeigen kann. Weil das ist tatsächlich, finde ich tatsächlich ganz interessant. So. Ja, die Schrauben rödeln übrigens auch jetzt in adäquater Geschwindigkeit. Das war, glaube ich, etwas, was lange Zeit in der Beta bemängelt wurde, dass die Schrauben irgendwie nur, irgendwie gar nicht richtig drehen, sondern einfach nur so ein bisschen umherplempern, was dann am Ende nicht zur Geschwindigkeit des Bootes gepasst hat. In der Vollversion haben sie das geändert. Jetzt ballern die Schrauben richtig los, wenn man mit dem Boot auch losballert, so. Sehr schön, sehr schön. Dann, wir schalten einmal Rotlicht an, um uns die Sicht bei Nacht ein wenig zu erleichtern. Dadurch steigt dann auch dieser grüne Sichtradius hier ein bisschen. So, schwupp, dann ist er gerade schon ein wenig gestiegen. Der Sichtradius steigt auch, wenn wir hier dem Offizier zwei, dem wachhabenden Brückenoffizier zwei Matrosen zuteilen. Ist jetzt gerade passiert, wenn ich ihm die Matrose wieder wegnehme und dann die Zeit wieder weiterfahren lasse. Dann sinkt hier der Sichtradius ein bisschen, wie ihr sehen könnt, so. Weil die beiden Offiziere nicht mehr mithelfen zu gucken. Natürlich, das hat alles so seine Auswirkungen. Das heißt, so steigt jetzt wieder schön der Sichtradius. Das heißt, ganz besonders, wenn man nach irgendetwas sucht, nach irgendeinem befreundeten U-Boot sucht oder irgendein spezielles Ziel sucht oder dergleichen, kann man so versuchen, nach Möglichkeit die Sichtgrenze so weit wie möglich hinauszufahren.
So. Erfahrungsgemäß kann man, wenn man selber so durch das Uzo guckt, so wie wir jetzt, dann hat man eine Sichtweite von etwa 15 bis 20 Kilometern. Danach verschwindet das Schiff hinter der Erdkrümmung, sofern man eine realistische Erdkrümmung eingestellt hat. So. Nee, ich glaube sogar noch vorher. Ab 13, 14 Kilometer oder dergleichen verschwindet das Schiff hinter der Erdkrümmung. Und bis 20, 30 Kilometer kann man dann den Rauch von solchen Schiffen sehen. Immer nur so am Horizont. Wenn man so dann dran geht, werden wir dann auch sehen, dass man dann irgendwie dann den Rauch so sehen kann, genau. Hervorragend. So. Ja, dann, jetzt haben wir 15 Minuten in der Aufnahme. Wir haben eine ganze Menge gesehen. Ich mache mich auf in Richtung unseres Zielgebietes in der Nordsee und in der nächsten Folge sehen wir uns dann genau dort zur Patrouille wieder. Wir haben jetzt beim Losfahren ich setze einmal einen Markierungspunkt hier hin. Wir sind U47. Wir haben den 2. September. Ja, 39, so lange werde ich die Markierung ja nicht dran. Wir haben den 2. September um 2.40 Uhr und es ist klares Wetter. So. Und damit glaube ich, schwupp, zeichnen wir uns einmal noch das nach. So, nur so, um euch zu zeigen, wie ich das normalerweise mache. Um den Kurs ein wenig nachvollziehen zu können und um die Bewegung des Bootes ein wenig nachvollziehen zu können. So. Und mit diesen Bildern würde ich mich dann aus der Folge verabschieden. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Ich spiele neue Folgen immer alle 2 Tage ein. Immer im Wechsel mit Subnautica. Ich mag Subnautica. Ich liebe Subnautica. Deswegen, ich kann es eigentlich kaum erwarten, da die nächsten Folgen für irgendwie hochzuladen, weil mich das echt bockt. Und ich mich stark zurückhalten muss, um mich nicht selber zu spoilern. Dann so. Aber gut. Das nur so am Rande. Heißt neue Folgen alle 2 Tage. Und ich werde versuchen, die Folgenlänge auf 20 bis 30 Minuten zu halten. Kann ich nicht versprechen, dass es immer was wird. So. Also nehmt es mir nicht krumm, wenn das vielleicht ein wenig zu lange ist, dann nur um so eine Folge mal zwischendurch zu gucken oder mal nach Feierabend zu gucken oder so. Aber ich versuche es, mich so an die 30-Minuten-Marke zu halten. So, genau. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen super Abend. Fragen, Tipps und Anregungen immer unten in die Kommentare. Dankeschön. Tschüss.